Entschuldigung, da muss ich kurz rangehen. Sabine, da ist eine tote Frau in meinem Sektionsraum. Ja, und? Nein, nein. Es ist keine von meinen Toten. Die liegt hier auf dem Fußboden. Okay, bleib, wo du bist, fass nichts an. Ich schick dir Moritz und Kim vorbei, ja? Entschuldigung, was ist denn? Ausgerechnet, Frau Priebke. Kanntest du sie? Wir hatten nicht das allerbeste Verhältnis. Könnt ihr euch nicht an den Ärger erinnern hier vor 3 Monaten? Ach, die Sache mit dem verunreinigten Leichnam. Es konnte nicht mal Anklage erhoben werden. Es gab DNA und Faserspuren vom Täter, aber dann plötzlich auch von 40 anderen Leuten. Ach, stimmt. Und du dachtest, dass sie was damit zu tun hat? Entschuldigung. Entschuldigung, ich habe blöd geparkt. Ist schon okay. Ist das ein Staubtuch? Was? Haben Sie hier Staub gewischt? Natürlich nicht. Ich weiß, dass das hier verboten ist. Es ist auch verboten, hier reinzukommen, wenn ich Kundschaft da habe. Aber man konnte ihr nichts nachweisen. Die Reinigungsfirma hat sich vor sie gestellt mit dem Argument, dass alle Reinigungskräfte speziell geschult werden. Ja, komm. Nix. Du siehst grandios aus. Du mich auch. Wäre ja fast schon Mordmotiv. Also für dich. Wenn wir davon ausgehen, dass das kein natürlicher Tod war. Hör nicht hin. Man sieht ja jetzt erstmal keine äußeren Verletzungen oder ist dir was aufgefallen? Ich habe sie nicht angefasst wegen Befangenheit. Laut Vorschrift muss der Leichnam woanders untersucht werden, idealerweise in einem anderen Bundesland. Sie hat auf jeden Fall Verätzungen und Rötungen im Mund- und Nasenbereich. Ach, sie riecht nach Ammoniak. Wenn sie das hochdosiert in die Atemwege bekommen hat, das kann tödlich enden. Womit reinigst du eigentlich? Frau Priebkes Handy ist zum Entsperren im Labor. Ich rufe mal eben Sabine an, ja? Die Schwester ist informiert, die lebt in Rostock. Ansonsten keine weiteren Angehörigen. Sie war Single und hatte keine Kinder. Ich bin drüben. Wie geht's Sabine denn? Geht so. Kannten Sie die Tote? Flüchtig. Meine Frau gehört die Reinigungsfirma, dann nimmt sie das natürlich mit. Ich bräuchte noch Zugang zum Spind von Frau Priebke. Klar. Das ist die Spind. Danke. Danke. Bleiben Sie ruhig. Ich warte noch auf meine Frau. Okay. Schick. Ein arschteuer Original Elena Bahia. Wie konnte sich das denn leisten? Ein vermögender Lover? Vielleicht Sexarbeit. So eine war sie nicht. Vielleicht hat sie auch einfach ganz lange drauf gespart. Emily Gellach, ich bin gekommen, so schnell ich konnte. Ah, guten Tag. Hallo. Wir bräuchten die Dienstpläne von gestern, um zu wissen, wer letzte Nacht noch hier war. Frau Priebke war mit Frau Waller auf einen Wagen eingeteilt. Ich war auch in der Schicht, weil der Krankenstand im Moment so hoch ist. Ansonsten die Dienstpläne sind bei uns im Hausmeisterbüro. Gut.